Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brotato. Part Nummer 4 mittlerweile. Dieses Spiel, muss ich sagen, macht mir jetzt schon mega Spaß. Problem, wir haben noch keine neuen Kreaturen gesehen. Ich gehe mal auf Fortschritte, ich bin mir relativ unsicher. Wir haben neue Sachen freigeschaltet. Insgesamt 2000 Schritte, Verbrauchsgegenstände bis zum Ende von Welle 20, das haben wir alles schon gemacht hier, treffen mindestens 25 Gegner mit einem einzigen Nahkampfangriff, wir haben das alles gemacht, wir haben einige Items schon gesehen, Käsefuß, keine Ahnung, ob das ein Item ist, habe ich noch nicht gesehen, blinde Gier habe ich auch noch nicht gesehen. Keine Ahnung, also das habe ich schon gesehen, jetzt das, die Laterne habe ich schon gesehen, einige andere Items habe ich auch schon gesehen, das zum Beispiel habe ich gesehen, experimentieren, beziehungsweise das Ding hier, das Werkzeug habe ich noch nicht gesehen, mal schauen, wie es ist, wenn ich das, vielleicht schalte ich das frei, keine Ahnung, die andere Frage ist, wie schalte ich eigentlich die neuen Sachen ein? Also, ja, die allgemeinen, die Sachen. Ist das neu? Ich bin mir relativ unsicher. Schiffwrack, Ozean gibt es hier und. Ich lasse es aber mal zufällig. Ende der Welle optimieren. Was heißt denn optimieren? Ich habe keine Ahnung, ich lasse es mal aus. Alte Songs, neue Songs. Als Content Creator solltest du diese Songs nicht aktivieren. Die wurden nicht speziell für Potato erstellt und es könnte zu Urheberrechten. Aber anscheinend kann ich die neuen Songs. Ich probiere es mal aus. Ganz, ganz leise hört man den Sound. Werde ich mal. Bisschen mal höher stellen, also ganz, ganz leise lasse ich die Musik, um so checken, ob es GEMA-freundlich ist oder auch nicht. Wenn nicht, werde ich noch mit dieser Folge aufnehmen ohne Musik. Muss ich mal schauen, wie ich das Ganze mache. Entweder habe ich Glück oder auch nicht. Ich werde es sehen, wenn ich diese Folge hochlade, ob ich mit Musik weiterarbeiten kann oder auch nicht. Wenn doch, das ist cool, wenn nicht, schade, dann haben wir keine Musik im Spiel. Mal schauen. So, allgemein hatte ich ja gerade, Gameplay. Das DLC ist an. Upp, das interessiert mich nicht. Manuell Ziel durch Maus klicken brauche ich nicht. Manuelles Zielen, nur Maus. Das lasse ich mal alles aus. HP-Leiste am Charakter, das ist an. Items gesperrt lassen ist auch an. Beute teilen, das interessiert mich nicht. Ohne DLC würde es so im Hintergrund aussehen und mit DLC ist so aus. Okay, gut. Aber ich habe immer noch keine Ahnung. Ich die neuen Gegner freischalte. Mal schauen. Ich lasse es abwarten. Gucken. Schauen. Wie gesagt, wir sind heute dran, mit dem Normalo zu spielen. Ich hatte schon die doppelläufige Schrotflinte ausgewählt beim letzten Mal. Und ja, heute ist die Gefahr 4 dran. Ich habe gar nicht mal gelesen, was hier erscheinen kann auf Gefahr 2 neu ist. Neue Gegner erscheinen, Elite Gegner und Horden erscheinen. Einmal. Bei Gefahr 3 war das auch neue Gegner erscheinen, Elite Gegner und Horden erscheinen. Gegner sind stärker. Ja? Jetzt bei Gefahr 4 neue Gegner erscheinen, Elite Gegner und Horden erscheinen. Gegner sind stärker, mehr Elite Gegner und Horden erscheinen. Sehr interessant. Das heißt, mehr
Kisten, mehr rote Items, oder mehr rote Kisten-Items krieg ich. Mal schauen, wie dieser Run jetzt hier so abgeht. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Wir gehen, wie schon gesagt, auf Fernkampf diesmal. Gecko Baby lasse ich mal dabei. Pinguin jetzt schon. Alter, später. Mal auch beibehalten. Schrotflinte nehme ich mal gerne mit. Und die dritte Schrotflinte. Gut. Schrotflinten habe ich jetzt. Drei Schrotflinten habe ich erstmal. Viel zu viel Materialien ausgegeben wegen das Rollen, also Neuwürfeln. Das ist viel zu viel eigentlich, finde ich. Aber okay. Wir gehen auf Max Life. Rollen nochmal. Würfeln nochmal und sehen, dass wir keine weitere Schrotflinte bekommen. Als zweiten Waffenslot. Eine blaue mal. Schade eigentlich. Dann muss ich eben mit den Schrotflinten erstmal zurechtkommen. So viele wie ich eben nur habe. Quasi nächste Runde wahrscheinlich nur mit 5. Außer wenn ich beim nächsten Rollen wirklich dann noch die 6. Schrotflinte bekomme. Aber mal schauen. So, erstmal Schaden. Crit können wir erweitern. Dann Gecko Baby. Komm schon. Rotflinte. Komm schon. Ja, danke. So, seltsames Essen, Limonade. Bewirkt alles weiteres, außer dass seltsames Essen mir minus 2 ausweichen gibt. Und Limonade nur 1 HP durch die Früchte mir gibt. Also 1 HP. Regeneration. Nee. Doch 1 HP gibt mir es wieder. Plus. Also insgesamt plus 6 würde es dann mir geben. So eine Frucht, wenn ich Limonade und seltsames Essen mitnehme. So, und die Schrotflinte, wie schon gesagt, macht auf jeden Fall mega Spaß. Ich habe noch nicht geguckt, ob wir 3 Elite oder 2 Elite Bosse haben. Muss da mal schauen, wie das aussieht oder wie viele Hordenwellen wir haben, wie viele Elite-Gegner wir haben. Guck ich gleich mal. Wir nehmen auf jeden Fall Fernkampf mit. Und wir haben die erste, ist eine Hordewelle in Runde 12 und dann 2 Elite-Gegner. Ist okay. Interessant. Oh, das nehme ich mal mit. Reichweite nehme ich auch mal mit. Rückstoß interessiert mich erstmal weniger. Oh, Limonade können wir auch nochmal mitnehmen. Knochenwürfel, wie gesagt, ist sehr riskant, jetzt mit so wenig Life mitzunehmen. Ist wirklich riskant. Wir können es später mal probieren, aber jetzt eher weniger. Vor allem, was ich gerade merke, ist bei den Knochenwürfel, das Item, gibt ja uns selten minus 1 Life. Und minus 1 Life bedeutet quasi ja, wenn wir nur ein Leben haben, habe ich ja gleich 0. Oh, sehr interessant auf jeden Fall. Egal. Max Life. Wir gehen mal kurz auf Ente. Dann hole ich mir die Items. Oh, das ist nicht mal so verkehrt. Holzhallerhemd mal mitnehmen, dann natürlich das speichern und das speichern. Wir müssen dann auf Rüstung gehen wahrscheinlich und ein bisschen auf Reichweite demnächst. Hab ich da irgendeinen Baum gesehen? Nee. Ich war blind. Das war eine Fata Morgana bestimmt. So, plus 7 geheilt, das ist so crazy, was Limonade und seltsames Essen ausbewirkt, einfach mal.
So, da wir auch Pinguine haben, können wir auch, wenn wir Full Life sind, einfach mal so eine Frucht mitnehmen. So, ich würde sagen, wir nehmen nochmal Fernkampf mit. Dann nehme ich das und das mit. Dann verbessere ich eine Schrotflinte. Rollen noch einmal. Ja, Knochenwürfel. Das bringt mir gar nichts erstmal. Ein bisschen mehr Schaden vielleicht, aber sonst so. Ich bin mir da relativ unsicher. Taylor hätte ich beim letzten Run gebraucht, wo ich mit Schraubenschlüssel gearbeitet hatte. Schraubenzieher ist ja, ja, entweder Kreuz- oder Schlitz-Schraubenzieher gibt es da. Gibt natürlich auch andere Schraubenzieher. Ein Schraubenschlüssel ist das, wo man eben die Muttern festschraubt. So. Ja, wir machen schon extrem viel Damage. Zum Glück hat die Schrotflinten Durchschlag. Also wir treffen auch die hintersten Gegner. Das ist das Gute dabei. Oh, kriege ich den? Ja, sehr schön. Nochmal einen Fluch dazu bekommen. Wir nehmen nochmal Fernkampf mit. Dann nehme ich das mehr Gegner. Ja, komm. Eisheit können wir mitnehmen. Eisschwerte können wir auch nochmal mitnehmen. Angriffstempo. Will ich wirklich Angriffstempo erhöhen? Wir haben. Ja, komm. Wir nehmen Angriffstempo mit. Ein bisschen Angriffstempo brauche ich. Schaden, wie gesagt, hole ich mir auch dann noch. Wir gehen schon jetzt richtig ab mit den Schrotflinten. Und wir haben noch keine lilane Schrotflinte. Wir rasieren hier durch gerade. Ich weiß noch nicht, wie ich Gefahr 5 spiele, mit welcher Waffe. Bestimmt werde ich da wieder eine Fernkampfwaffe nehmen. Oder vielleicht eine Nahkampfwaffe. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Kann ich euch jetzt noch nicht aktuell sagen. Kann ich erst, wenn wir Gefahr 4 überlebt haben, erst sagen. So, Angriffstempo habe ich gesagt. Ich bräuchte aber mal ein bisschen mehr Max Life. Lebensraub brauche ich auch noch ein bisschen. Oh, Geisterzepter wäre mega gut eigentlich. Aber das Problem ist, den Charakter bringt es mir gar nichts. Später auf einem bestimmten Charakter ist der Geisterzepter wirklich gut. Aber jetzt, schwierig. Autsch. Hat mich so ein verfluchtes Alien wirklich berührt. Wahnsinn. So, das sind sehr viele Materialien. Autsch. Aber gut, dass mir so viel heilen durch eine Frucht. Nehme ich ganz gerne an. Oh, schade, keine Kiste. Wir könnten ein bisschen Tempo gehen, ein bisschen Max Life, Lebensraub, habe ich ja gesagt. Garten ist nie verkehrt. Liebes Alien können wir mitnehmen. Fernglas nehme ich auch ganz gerne mit. Nochmal das, dann das. Glück brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, nochmal eine Schrotflinte, das ist gut. Dürrfleisch haben wir auch. Wegsperren. Flammenwerfer. Weiß ich jetzt nicht. Hüde. Können wir mitnehmen. Wir müssen mehr auf Damage dann gehen.
Jetzt spielt wirklich Damage eine große Rolle. Wir müssen natürlich auch hoffen, dass wir die Hürdenwelle easy bestehen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Nicht, dass die Hordenwelle doch zu extrem wird. Wir haben ja zum Glück Durchschlagskraft. Treffen quasi die hintersten Gegner mit. Das ist das einzigste Gute dabei bei der Schrotflinte. Aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst gerade wegen Welle 12. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Fernkampf ein bisschen auf Schaden zu gehen. Nochmal eine Lila, ne? Nehme ich doch ganz gerne mit. Coupon können wir auch mitnehmen. Also wir machen schon extrem viel Schaden. Ey, Lilane sollte theoretisch gut laufen. Hoffe ich ja. Mache aber immer noch ein bisschen zu wenig Schaden, finde ich. Gerade gegen die Knocher-Aliens. Könnte also mehr Schaden rumkommen, finde ich. Aber wenn es so gut läuft wie jetzt in der Welle, dann in der nächsten Runde, also Welle, bin ich zufrieden, wenn wir wirklich so viel verlieren. Aber ich gehe wahrscheinlich noch ein bisschen auf Schaden dann. Ich muss sogar auf Schaden gehen. Oder ich hoffe, dass ich Baby mit Bart bekomme oder so. So ein krasses Item jetzt. Wäre natürlich nicht schlecht. Ja, ich... Warum ich Liebesalien? Weil Schaden. Schaden, 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 Schaden. Mehr Schaden brauche ich. Coupon nehme ich mal mit. Dann haben wir schon mal die rote Schrotflinte eine. Pfeifel können wir mitnehmen. Heilgeschütz können wir auch nochmal mitnehmen. Das und das, das können wir mitnehmen. Aber erst ab der Welle 12, wenn wir die überlebt haben. So, jetzt heißt es wirklich in der Ecke herumgammeln, herumchillen und hoffen, dass die raufgehen und das so schnell wie noch möglich und hoffen, dass die nicht hinter mir spawnen. Ja, Rückstoß wäre nicht schlecht. Also bis jetzt läuft es doch relativ angenehm. Wir haben ja an der Ecke stehen. Aber wir müssen auch die ganzen Materialien einsammeln. Und das ist das Problem. Entweder gehe ich ohne Materialien hier raus oder eben mit. Aber wir heilen uns richtig gut. Hätte ich bloß nichts gesagt. Aber okay. Oh, das war knapp. Das war wirklich zu knapp. Wir müssen dann auf Rüstung demnächst gehen. Maus mischen noch ein. Eine rote Schrotflinte einfach mal. 15 Ente. Gerne mit. Sparschwein nehme ich auch ganz gerne mit. Heilgeschütz nehme ich auch nochmal mit. Bei uns nochmal zu heilen. Also jetzt heißt es sparen, sparen, sparen. Dass wir ab dem nächsten Elite-Gegner, also wahrscheinlich nächsten Elite-Gegner in der Welle 14, werde ich wahrscheinlich nicht so viel kaufen können. Aber dann ab den übernächsten Elite-Gegner, dass ich da ein bisschen mehr kaufen kann. Aber gut, wir haben ja hier noch Haufen Materialien herumliegen. Hoffen, dass wir noch ein paar Kisten bekommen. Kisten-Aliens könnten kommen. Von mir aus. Meine Stimme verschwindet. Oh Gott. Kisten aus den Bäumen. Ja gut, wir haben kein Glück.
Daran kann es auch liegen. Aber wir haben eine Kiste zumindest bekommen. Schon mal gut. Viele Materialien liegen gelassen. Augen-OP bringt mir gar nichts wieder mal. Fernkampf können wir mal mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Oh. Last Cannon nehme ich auf jeden Fall mit. Einmal rerollen. Reichweite nehme ich auch mit. Also Fernglas, das zweite. Oh, der Elite-Boss könnte sehr einfach gehen. Theoretisch. Also bis jetzt. Doch. Der geht einfach. Komm, wir haben ihn gleich. Ja, easy. Wir haben das erste rote Item gleich. Mit drei roten Shotguns läuft auf jeden Fall. Oder Schrotflinten. Es läuft. Dann nochmal ein bisschen ausweichen. Nachdem der Elite-Gegner immer weg ist, kommen immer mehr Gegner. Das verwundert mich. Wenn der Boss weg ist auf Welle 20, das verwundert mich manchmal. Riesiges Feuer wieder mal. Brauche ich natürlich nicht. Das war also blöd. Trainer nehme ich ganz gerne mit. Dann nehme ich das und das mit. Glück nehme ich auch mal mit. Ein bisschen Angriffstempo, habe ich ja gesagt. Crit. Brauche Rüstung, aber es ist um Generator. Oh. Jetzt brauche ich Tempo. Jetzt brauche ich wirklich Tempo. Bis Welle, also diese Welle, Welle 16 und 17 spare ich erstmal. Weil ich wirklich Cash brauche, also Materialien für die für den Job, dass ich gute Items dann rausziehe für den nächsten Elite-Gegner. Rotflinte ist auch so eine Waffe, die ich empfehlen kann, wenn man überhaupt nicht mehr weiterkommt. Bisschen Fernkampf, bisschen dies, das machen, bisschen auf Ausweichen, bisschen auf Live gehen, also bisschen auf HP gehen, dass man nicht gewonshot wird. Ein bisschen auf Lebensstil gehen. Und jeder Run ist ja komplett anders. Also ich hätte auch andere Items bekommen können jetzt in den Run. Aber bis jetzt läuft's. Ich gehe mal auf Dings. Schlechte Items. Angriffstempo und Reichweite können wir mal speichern. Oh. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Den Oktopus. Einmal drehe ich noch. Mehr aber auch nicht, denn ich möchte, wie schon gesagt, ein bisschen Geld sparen. Ein bisschen Punkte sammeln. Für Welle 17. Nach Welle 17 muss ich wirklich das gesamte Geld ausgeben. Deswegen habe ich ja das Sparschwein mir gegönnt. Kommt man auch sehr selten, finde ich. Viel zu selten. Hätte einfach ein, ja, öfters auftauchen können. Wenn man, sag ich mal, 10 Glück hat zum Beispiel, kommt das im Shop direkt. Beim nächsten Roll. Ah, gut. Ich komme hier richtig gut durch. Nochmal ein paar Materialien einsammeln. Elefant brauche ich nicht. Weiße Fahne brauche ich auch nicht. Ich würde sagen, Schaden. Tempo. Reichweite, das nehme ich mal mit. Rollen. Das würde ich dann quasi erstmal mitnehmen. Und hoffen, dass wir gute Items ziehen, die ich natürlich nicht brauche. Und beim nächsten Rollen kommen dann noch bessere Items. Muss ich mal schauen.
Auf jeden Fall brauche ich jetzt mehr als 1000 Materialien, dass ich richtig im Shop mir gönnen kann. Die Items, die ich dann eben brauche. Putsch. Es tat ein wenig weh. Aber nur ein wenig. Genau so. Ja. Türfleisch hilft mir. Und schon wieder voll. Sehr schön. 1100. Das ist okay. Das tun wir verwerten. Ich bräuchte theoretisch Rüstung. Komm, das nehmen wir mit. Muschel. Das fünfte Projektil. Jeder Fernkampfwaffe hat 3 Projektile. Minus 10 Schaden. Können wir mitnehmen. Gar nicht mal so schlecht. Komm schon. Blaue Schrotflinte. Mit gefährlicher Hase können wir einmal Kosten drehen. Ausweichen können wir auch mal kurz mitnehmen. Nochmal eine blaue Schrotflinte. Fernkampf. Fälsch können wir mal sparen. Noten können wir auch mal sparen. Ausweichen. Aber Max Life. Ja gut. Max Life muss ich jetzt noch nicht haben. Oh, nicht der da. Gerade auch noch mit den Buff-Leuten. Das ist wirklich extrem eklig. Eine Kiste, das ist schon mal gut. Aber komm, wir haben den. Easy, komm. Ja, sehr schön. 3 Kisten, eine davon ist eine rote Kiste durch den Elite-Gegner. Sehr schön. Jetzt heißt es einfach nur noch überleben. So viel Materialien sammeln wie nur möglich. Bis Welle 20 dann, oder bis Welle 20 dann noch ein bisschen sammeln an Materialien, dass wir vor Welle 20 quasi gute Items wieder kaufen können. Sonst gute Items mitnehmen, schlechte Items wegtun. Dupliziert das nächste Item, das du aus dem Shop holst. Gut zu wissen. Fernkampf. Rüstung. Oder Kelch. Beim Töten eines Gegners hätte ich ja dann 2 Kelche. Aber minus. Komm. Wir nehmen es mit. Ich brauche lilane Schrotflinten. Oh, das ist auch nicht schlecht. Schweres Geschoss, Fernkampf, Schaden und Reichweite nochmal erhöht. Das ist nie verkehrt. Holen wir uns beim nächsten Mal. Nur das eine Item und dann geht's weiter in. Nein, wir sind schon auf Welle 19. Oh Gott. Geht ja so schnell. Okay. Dann muss ich mal schauen, ob ich den Knoten mir noch hole. Oh. Ah, gut, dass wir uns so schnell heilen. Alle werden nicht schlecht. Au. Wo sind meine Früchte hier? Bitte, ist nie verkehrt. Gut, dass wir relativ doch Materialien sammeln. Was? 1000? Das ist gar nicht mehr so schlecht. Das kann man weghauen. Fernkampf. Das. Heilgeschütz brauche ich jetzt natürlich nicht. Ich muss aufpassen, dass ich das den Knoten noch holen kann. Wegen Schaden und Max-Life. Nee. Oh. Nee. Erdtierchen nehme ich mit und das Ding. Eine Reichweite. Es ist egal eigentlich.
Wir gehen in die Welle 20 rein. Mal schauen, wie schnell wir den Off-Gegner killen. Mit Nasenring? Null. Wie der Boss einfach halb tot ist. Schon besiegt. Sehr schön. Eine halbe Stunde gedauert. Doch, knapp eine halbe Stunde. Wir haben den Ritter noch freigeschalten. Wir sind haben auch Gefahr 5 freigeschalten. Somit. Und ich würde sagen, wir gehen mit dem Normalo nochmal rein. Problem ist nur, mit welcher Waffe. Mit welcher Waffe wollen wir reingehen? Wir haben gesehen, Rotflinte, MP, die Schleuder, Stock und den Schraubenschlüssel. Wir können theoretisch mal eine Fernkampfwaffe nehmen, weil wir spielen Charaktere zu 100% mit Nahkampfwaffen auf jeden Fall. Bestimmte Charaktere benutze ich eben auch mit anderen Waffen. Was mir jetzt im Augenschein trifft, wäre... es ist schwierig. Also ich würde schon den Taser nehmen wollen. Lohnen würde er sich überhaupt nicht jetzt. Ich würde nochmal mit der MP probieren. Vielleicht Mischmasch. Erstmal mit der MP starten. Mal schauen, ob ich noch die Schrotflinte mir hole. Mal schauen. Achso, Moment. Jetzt habe ich verpasst. Was da stand da? Gefahr 5. Schwierigkeit. Neue Gegner erscheinen, Elite-Gegner und Horden erscheinen. Gegner sind stärker, mehr Elite-Gegner und Horden erscheinen. Zwei Bosse erscheinen gleichzeitig. Und ich habe noch nicht einmal die neuen Gegner gesehen. Wie mache ich denn das überhaupt? Oder kommen die wirklich nur mit den neuen Charakteren vor? Ich auch keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall sind wir gut dabei. Ich würde sagen, Max Life. Einmal das. Einmal Tasche sperren. Schrotflinte. Das kann man auch mitnehmen. Ich würde sagen, Mischmasch. 3 MPs, 3 Schrotflinten. Weil. Dann haben wir ein bisschen Durchschlag mit den Schrotflinten und schnelle Guns mit den MPs. Ja, machen wir mal das so. Ich glaube, das ist eine gute Kombi. Kuchen brauche ich nicht. Dann würde ich sagen, Fernkampf. Rüstung nehme ich mal ein bisschen mit. Holzfallerheim können wir mal stehen lassen. Komm. Hier noch eine Schrotflinte. Nee, keine Schrotflinte. Schade. Aber Schrotflinten werde ich mitnehmen. Dann, sobald ich eine Schrotflinte habe, kann ich eine MP einfach kombinieren. Gerade so noch den Kistentyp liegt. Bringt uns aber gar nichts. Kein gutes Item. Nahkampf ist nie verkehrt. Tasche kann man mitnehmen. Oh, da ist die Schrotflinte. Kann man mitnehmen. Sammelreichweite sperren. Und da ist die nächste Schrotflinte. Sehr schön. Dann haben wir schon mal 3 Schrotflinten, 3 MPs. Das ist immer gut. Ich denke mal, die Waffenkombination 3-3 ist nie verkehrt. Komm, Baum. Ah, schade. Eine Kiste.
Ich würde sagen, wir rollen einmal, gehen auf Angriffstempo und auf Fernkampf. Baum, das ist nie verkehrt. MP ist nie verkehrt. Das und das ist auch nie verkehrt. Gerade Pfeife ist ja einzigartig und Chance von 50%, dass Beute-Aliens auftauchen. Das ist so cool. Dass es nur einmalig ist. Aber eine 50% Wahrscheinlichkeit ist nie verkehrt. Wenn dann noch das andere Item freigeschalten ist, was Beute-Aliens 2 pro Welle kommen lässt, oder mehr Beute-Aliens auftauchen lässt, ist das ja noch krasser. Okay. Fluch würde ich noch ein bisschen hoch pushen wollen. Irgendwie, irgendwann. Noch auch Fluch-Items. So, Ernte nehme ich auch mal mit. Dann nehme ich das mit, das und das. Oh, Schrotflinte. Sehr schön. Rückstoß können wir mal mitnehmen. Nahkampf ist theoretisch egal. Aber Rückstoß können wir mitnehmen. Gerade für die Knochendinger, wenn ich genug Rückstoß habe, ist es am besten, wenn wir gut Rückstoß haben. Wenn wir noch nicht so viel Damage machen. Ich habe noch nicht geschaut, was wir haben, wie viele Elite, wie viele Hordenwellen wir haben. Müsste ich gleich mal schauen, dass ich mich vorbereite. Das brauche ich nicht. Ich bräuchte mal Angriffstempo und Rüstung. Ja, wie vorhin in Gefahr 4 eine Hordewelle auf 12, 14 Elite und 18 Elite. Interessant auf jeden Fall. Oh, das läuft ja gerade sowas von hervorragend. Mal speichern. Lebensraub haben und das auch mal mitnehmen. Toll. Oh, jetzt kommen ja, stimmt, jetzt in Welle 7 kommen die Eier. Davor muss ich ja auch aufpassen. Die Eierparty. Das Ei ausschalten, das Ei ausschalten. Nicht, dass da doch zu starke Gegner rauskommen. Ei ausschalten. Hier muss ich wirklich die Eier suchen. Ah, war knapp. Er wäre ausgeschlüpft. Schaden gegen Ziele mit mehr als 75 Prozent Leben, Angriffs. Naja, komm mal mitnehmen. Fernkampf. Fernkampfbrausch. Das und das können wir mitnehmen. Schaden können wir mitnehmen. Oh. Erste lilane Schrotflint schon mal. Nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Na, egal. Jetzt habe ich nämlich nicht aufgepasst, wie viel Cash ich habe. Jetzt habe ich nur 5 Waffen. Aber dafür 3 lilane Waffen schon mal. Die doch relativ gut dabei sind. Immer sehr viel Schaden schon mal. Aber die 6. Waffe fehlt einfach. So. Wird schwierig wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, wie ich da angehe. Die Hordewelle.
Baby mit Bart wäre natürlich nicht verkehrt. Querschläger wäre auch nicht verkehrt. Alles schwierig. Oh, Kartoffel. Okay. Mit. Jetzt sollst du es einfach mal ein bisschen dran abgammeln. Erstmal ein paar Minuten, ein paar Sekunden. Wollte ich gerade sagen. Ein paar Sekunden ab. Gammeln. Live bräuchte ich. Habe aber nur noch diese Welle und noch zwei weitere Wellen, wo ich ein bisschen Max Life noch mir ergaunern kann. Die vier Bäume waren Wahnsinn und ja. Nein, nicht nochmal neu starten. Ich würde neue Runde probieren. Diesmal nur mit der MP. Weil die MP, finde ich, es ist schwieriger, nur mit der MP zu spielen. Ich habe auch neu starten machen müssen, weil ich doch die MP doch ausgewählt hatte. Wir nehmen die Schrotflinte nicht mit. Wir probieren wirklich nur mit der MP. Gehen wirklich ganz konkret auf Fernkampf und auf Schaden. Alles andere ignorieren wir erstmal. Aber Ernte kann Stütze mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Ja komm, Glück, ein bisschen Glück kann ich auch mitnehmen. Ab Welle 3. Jetzt habe ich wieder mal nicht geachtet, was wir haben. Dann geht der Part ein bisschen länger. Aber da ist ja erstmal egal. Zum Glück sind die Parts nicht so groß. Also an Daten. 1 bis 3 GB, das ist okay. 1,5 Stunden aufnehmen. Rüstung können wir mitnehmen. Schaden, habe ich gesagt. Ja, das ist natürlich mies, dass ich jetzt in Welle 3 nur 4 MPs habe, noch kaum Schaden habe. Muss ich noch was tun an Schadentechnik und an MPs. Also Technik, also wir brauchen mehr MPs, mindestens 6. Und ja, wird schwierig. Schaden. MP. Reichweite. Komm, gehen. Aber MP. Sehr schön. Aber das vor uns, also gerade eben in Welt 9, 4 Bäume standen, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ich brauche Schaden unbedingt. Oh je, je, je. Uns fehlt einfach der Schaden. Man sieht, dass der Schaden fehlt. Fernkampf. Rüstung. Also, Raum auf Rüstung. Geschütz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Baum oder? Ja, komm. Nee, wir brauchen bessere Geschütze. Wir brauchen bessere. So. Und mehr Schaden brauchen wir. Grit bräuchten wir auch. Oder eben Fernkampf. Fernkampf oder Grit. Nicht auf alles beides gehen mit den MPs.
So, Rüstung habe ich, denke ich mal, genug hier erstmal für den Anfang. Mehr Bäume. Ah, das läuft. Ja, das läuft auch. Schaden. Dürrfleisch können wir auch mitnehmen. Jetzt das heißt es Glück. Ein bisschen Glück bräuchte ich mal. Nicht so viel Glück, aber ein bisschen Glück brauche ich. Ah, dass ich aus den Bäumen mehr Kisten bekomme. Plus, dass die Gegner ein bisschen Obst droppen, wenn ich sie töte. Plus noch, dass ich bessere Items im Shop bekomme. Beim Neuwürfel. So, nochmal eine Kiste, sehr schön. So, die ganzen Materialien noch aufsammeln. Perfekt. Oh, Babykammer. Nehme ich mit. Klonauge nehme ich auch mit. Nochmal ein bisschen Schaden. Neu würfeln. Oh, Herz. Das nehmen wir mit. Das. Beutel nehme ich auch mit. Schaden. Kopfverletzung können wir auch mitnehmen. Und dann geht's weiter in Welle 7. Wir machen schon ein bisschen mehr Schaden zum Glück. Aber immer noch nicht genug. Wir müssen mindestens 9 bis 10 Schaden machen in Welle, sagen wir mal, Welle 9. Und wir müssen noch ein bisschen mehr Damage machen. Am besten wäre es ja auch noch, wenn wir Bandana bekommen, dann haben wir Durchschlagskraft, also Kugeln dringen durch dann von unseren MPs. Wäre natürlich nicht so verkehrt, gerade gegen eine Horde-Welle. Ich habe immer noch nicht geguckt, was wir haben. Ihr habt sicherlich schon darauf geachtet, was ich habe. Wir müssen jetzt mal gucken. Nein, Fernkampf. Wir haben als erstes Elite, ja, das brauche ich auch. Fernkampf, richtig viel. Dann Horde und dann nochmal Elite. Okay. Also Schaden, Schaden, Schaden. Pfeife können wir mal mitnehmen. Nochmal Schaden. Oh. Spiegel ist gar nicht mal so verkehrt. Kit. Auch gar nicht so verkehrt. Wir haben plus 4 Rüstung. 2 Rüstung weggeben, dafür 20, je nachdem wie es aussieht, ist es gar nicht mal so schlecht. Wenn wir öfters Spiegel bekommen, wäre es mega gut eigentlich. Wenn ich jetzt das Spiegel bekomme, könnte ich das Ding einsetzen, dann könnte ich den Spiegel für ein anderes Item benutzen. Quasi in dem Moment. Eikiste haben wir schon mal, das ist schon mal gut. Sehr schöne Ausbeute. Jetzt fehlt eben nur das richtige Item. Also so Baby mit Bart, Bandana, Querschläger. Nehme ich ganz gerne alles. Gut, Querschläger ist ein legendäres Item. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht dabei sein. Oder mehr Bäume. Okay, wir kriegen Schlange, Alien, Wurm. Okay, Asche nehmen wir ganz gerne mit. Rüstung nehme ich auch mal kurz mit. Das nehme ich auch mal mit. So. Okay, nur eine Rüstung minus. Wohl. Gucken. Nee, minus 2. Okay. Da habe ich nichts gesagt. Schaden. Oh. Oh. Das schon mal. Rückstoß können wir auch mitnehmen. Boxhandschuh nehme ich doch ganz gerne mit. Auch wenn es für Nahkampf was eher bewirkt. Weil wir plus 1 Nahkampf bekommen. Aber die 3 Rückstoß bewirkt auch mit
den Fernkampfwaffen sehr gut. So, das ist auf jeden Fall besser, finde ich. Schade, dass man nicht plus 1 Nahkampf und plus 1 Fernkampf bekommt. Das wäre natürlich noch besser. Wäre schmackhafter, finde ich. Aber naja. Ja, wir sehen schon, wir machen schon ein bisschen mehr Schaden als erwartet. 11 noch plus die 20% Crit-Wahrscheinlichkeit. Die haut auch schon ein bisschen rein. Müssen aber mehr Damage machen. So, Fernkampf. Jetzt. Das und das auf jeden Fall. Eischweide würde ich sagen. Pinguin nehme ich mit. Dann das. Oh, Sparschwein. Auch mega gut. Wichtig. Noch eine Runde habe ich. Mal schauen, wie es. Weiße Fahne brauche ich überhaupt. Nur bei ein paar bestimmten Charakteren, zum Beispiel wie den Pazifist, da brauche ich unbedingt die weiße Fahne. Dass da weniger Gegner spawnen und mehr Bäume, dass ich eben mehr Kisten bekomme oder so. Glück. So, das hilft dann auf jeden Fall. Also wir machen schon richtig gut Schaden, finde ich. Wir bräuchten eben nur noch mehr Schaden. Dadurch, dass wir so wenig Schleif haben, müssen die Gegner so schnell platzen. Und wie schon gesagt, einige Gegner halten sehr viel aus. Und solange wir kein Bandana haben oder kein Baby mit Bart, wird es eben Hardcore, der Run. Entweder ich kann nur auf Glück hoffen oder auch eben nicht. Deswegen nehme ich mal Rüstung mit. Dann das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn ein Gegner stirbt, feuert die Leiche eine Kugel ab, die 13 Schaden macht. Skaliert natürlich nur mit Fernkampf. Deswegen muss ich irgendwie auf Fernkampf machen. Minus Reichweite ist natürlich auch so eine Sache. Deswegen muss ich meine Reichweite demnächst erhöhen. So, bisschen mehr Glück. Das und das nehme ich auch nochmal mit. Glück könnten wir mitnehmen. 20% Glück. Oder 20 Glück ist gar nicht mal so schlecht. Mal eventuell dann mehr Kisten raus. Aber erstmal den Elite-Boss killen. Ich will nicht wissen, wie viel Schaden der macht. Ja. Natürlich probiere ich das ganze Neue. Es waren auf einmal ein paar Gegner da. Muss direkt. Ah. Alter, wie viele halten die denn aus? Dein Ernst? Aber kein Baby mit Bart leider mitgenommen. Kiste ist nicht so verkehrt. Okay, er geht in den anderen Modus rein. Au. Lass mal kurz mich heilen. Er kommt zu mir. Ah, jetzt ein Baby mit Bart, das wär's. Nee. Den schaffe ich nicht mehr, das heißt überleben. Schade. Da habe ich zu wenig Schaden gemacht. So. Max HP? Nein, das ist sinnlos. Mehr Fernkampf, bitte. Doch, Baby mit Bart habe ich. Aber es macht so wenig Schaden. Glück. Fernkampf. Minus 3 Rückstoß natürlich. Das ist natürlich Müll. Aber muss es mitnehmen. Was ich, mich irritiert eben gerade. Ja, doch, wir haben ein bisschen Rückstoß. Aber nicht so viel.
3 Kisten ist okay. Wir bräuchten aber noch mehr Kisten. Da drin müssen wirklich sehr viele Items sein. Was heißt sehr viele? Also gute Items müssen da drin sein. Ist das eigentlich Sparschwein? Ja. Ja, ja. Die Nase habe ich, also Sparschwein habe ich. Das heißt, erstmal sparen. Diese Runde nichts ausgeben. Vielleicht ein, zwei Items. Oh, komm, 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 komm. Ich natürlich wieder mal nicht bekommen. Das nehme ich mit, das nehme ich nicht mit. Rüstung nehme ich mal mit. Fernkampf und Dings. Oh, okay. Die Waffen musste ich mitnehmen. Okay. Fernkampf. Ich brauche wirklich Fernkampf. Wir bräuchten Fernkampf. Oder mehr Reichweite eigentlich. Oh, ich mal kurz kassiert. Und es ist noch nicht die Elite. Die Horde-Welle. Kommt erst gleich danach. Bräuchten wir nochmal Baby mit Bart eigentlich. Das wäre es, wenn wir wirklich jetzt noch mit Baby mit Bart bekommen würden. Aber ich glaube nicht, dass wir Baby mit Bart bekommen werden. Max HP bitte. Fernkampf. Das ist okay. Reichweite. Bin mir da relativ unsicher. Okay, das war's. 31 Schaden machen wir schon mal hier. Knapp 60 Schaden mit Crit. Mehr als 60. Wenn wir Glück haben. Mit der roten Waffe. Jetzt kommen auch noch die Dinger dazu. Oh Gott. Bis jetzt läuft's okay, würde ich so behaupten. Ja, doch. Okay, noch. Obwohl es Hördewelle ist, machen wir sie doch relativ okay weg. Oder auch nicht mehr. Machen wir sie nicht mehr okay weg. Das verfluchte Ding hau ich mal weg. Ja, ja. Ihr seht schon, Fernkampf. Fernkampf fehlt einfach. Au. Das war... Aua. Ja, okay, wir haben es überlebt zumindest. Fernkampf. Tempo. Ich brauche davon gar nichts. Spiegel und Baby mit Bart, das wär's eben. Wenn ich jetzt Spiegel aus einer Kiste bekomme und dann nochmal Baby mit Bart. Alter, später, das wär's. Aber dann geht unsere Reichweite wirklich in den Bach runter. Also dann muss ich direkt am Gegner dran stehen, theoretisch. Weil wir so viel Minus-Reichweite haben. Ich muss ja jetzt schon quasi richtig nah dran. Also gefühlt nah dran. Also, das war nicht gut. Aber den haben wir trotzdem schnell weggekriegt. Obwohl wir Glück haben. Kommen hier keine Kisten. Warum kommen hier keine Kisten? Warum kommen hier keine Beute-Aliens mal? Das verstehe ich nicht. Ah, eine Kiste. Muss ich doch fluchen? Keine Kiste. So. Witz. Das ist ein Witz, Leute. Noch mehr Crit. Liebes-Alien. Lebensabzug. Fernkampf. Nee, Lebensabzug. Tempo und Reichweite brauche ich auf jeden Fall. Tempo. Hit und Ausweichen. Nehmen wir mal mit.
Gut, aber jetzt muss ich wirklich. Ich hätte wirklich bis jetzt sparen sollen, das Dulli. Aber gut, ich wollte einfach den Crit mitnehmen und so. Also ich musste wirklich auf Crit gehen. Bandana fehlt mir wirklich. Bandana wäre so gut gewesen bei der einen Elite-Runde. Als anstatt ein Baby mit Bart. Er hätte wirklich Bandana gehabt. Lieber. Ja. Man kann aber nicht alles bekommen. So, eine Kiste, sehr schön. Aber es ist zu wenig. Level up. Okay. Drei Kisten. Immer Reichweite brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nee. Fernkampf. Ich brauche wirklich Fernkampf. Nochmal eine Route. Das ist auch gut. Das ist okay. Die tun wir mal sperren. Und die tun wir auch mal sperren. Kontrolle. Der Koch. Nenn ihn mal Koch. Auch noch. Den. Wie? Ah, schade. Die Buff-Leute muss ich killen. Au. Au. Ja. Auch mehr Schaden. Wir gehen wieder drauf. Alter Schwede, das ist wirklich extrem schwierig. Vielleicht werde ich nochmal mit der Schrotflinte es probieren. Komm, ich muss es doch besiegen können. Den Koch. Wir haben sogar schon extrem viel Schaden eigentlich. Aber wir machen keinen Durchdringungsschaden. Wir treffen einfach nicht die Leute, die dahinter stehen. Schön, dass wir das Beuteding kaputt gemacht haben, so schnell. Oder versuche ich doch nur auf Überleben zu gehen. Ich nehme die normalen Kisten hier mit. Scheiß auf die roten Kisten. Ah. Ah. Ach, schade. Schon wieder verkackt. Ich probiere es wirklich das letzte Mal. Wenn ich das nicht schaffen sollte, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ich schaffe ihn wirklich bis zur Hälfte und danach sterb ich gefühlt. Alter Schwede. 24 Schaden. Komm, come on. Ich brauche nur noch 3 Runden. Haut doch ab, ihr Dinger. Hey, die Buff-Dinger, die nerven. Gerade ausgerechnet die Welle hier. Der Gegner. Hätte es nicht andere Elite-Gegner sein können. Ich sterbe schon wieder. Es ist. Naja. Es ist witzlos, mit den MPs zu spielen. Muss ich ehrlich dazu sein. Wir hatten 55 Live. Ich weiß, dass ich damals das geschafft hatte. Wir hatten 20 Fernkampf. Baby mit Bart hat 35 Schaden gemacht. Es bringt aber mir nichts, wenn ich
wenig Schaden mit den MPs mache. Ich hatte nur zwei rote. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Gut, wir werden dann quasi im nächsten Part dann versuchen, wahrscheinlich den Endlos-Modus zu machen. Auf Gefahr 5 mit den Normalo. Mit den Shotguns. Wir probieren es einfach. Leute, wir können nichts anderes machen, außer zu probieren. Wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, würde der Part wahrscheinlich über anderthalb Stunden lang gehen. Und das will ich doch vermeiden. Wir sehen uns quasi in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.